Hallo, ich grüße euch zu einer neuen Folge wegen Wahlbetrug. Haben Sie schon einige Sorgen gemacht, weil wir am 25. kein Video gemacht haben? Aber wir haben auch jetzt hier Umräumarbeiten gehabt. Wir haben auch einen Fall gehabt, wo jemand in den Garten weggenommen worden ist. Und zwar ohne ordentlichen Beschluss, also kein unterschriebenes Urteil. Auch der Gerichtsvollzieher kein ordentlicher Beamter und die Polizeibeamten natürlich auch kein Beamtenausweis. Ne? Also es war natürlich eine heftige Geschichte. Und da war ich als Pressevertreter dort und habe das also mit dokumentiert. Und die Vertreterin der Stadt hat sich dann noch richtig lustig gemacht, dass sie sozusagen gegen den Mann dort vorgegangen sind. Da war also so ein Teich, da waren auch Fische drin und da haben sie ihn damit gequält, dass sie den Fischen dort die Belüftung abgestellt hat und der Mann ist dann noch ein Tierfreund, dann hat sich da, dem wurde es also dann, ja, das war sehr emotionell. Und die haben sich dort belustigt, wie der sich da quält. Also muss man sich vorstellen, wenn ein Tierfreund jahrelang an seinen Käus gehangen hat und die Stadtverwaltung macht sich einen Spaß daraus, dem die Luft abzudrehen. Man muss sich ja vorstellen, dass das in der Stadt passiert ist, wo die Landesgartenschau stattfindet. Und der Betroffene war jemand, der sehr die alten Sorten rangezüchtet hat und sich sehr viele Verdienste sagen wir, erworben hat um diese alten Sorten. Er kennt ja bestimmt noch aus der DDR die Senga, Sengana und so weiter. Ne? Die ganz alten Sorten, die also hier noch fortgeführt werden. Und da gibt es ganz wenige landwirtschaftliche Betriebe, die das noch betreiben. Es soll ja hier alles auf Monsanto und irgendwelchen Genmist umgestellt werden. Und Leute, die alte Sorten noch pflegen oder alte Steinrosen, wie man sie also früher noch kennt, wie ich sie aus meiner Jugend noch kenne, also die immer noch erhalten wollen, damit die Artenvielfalt eben hier in diesem Land gewahrt bleibt, die werden regelrecht verfolgt. Und dann wird dann irgendwas unterstellt. Und so einen Fall hatten wir also, und da musste ich mich in erster Linie drum kümmern. Und wir hatten noch sehr viel Schriftverkehr. Mich haben sie sogar noch angezeigt, weil ich angeblich unberechtigterweise die Polizei verständigt habe. Muss ich aber machen, wenn also solche Straftaten verübt werden, dass also Leute falsch beschuldigt werden und dass auf den Grundstücken Asbest entsorgt wird. Da haben wir also Asbestplatten dort einfach dort zugeschoben mit dem Bagger. Ne? Anstatt die ordentlich, müssen ja dann in Asbestsäcke rein und dann kann man die ordentlich schwimmen, aber man kann sie nicht einfach so ins Erdreich machen, weil ja die Fasern gehen ja ins Grundwasser. Und das hat die alles nicht interessiert. Ne? Die Stadtverwaltung hat das alles verlegalisiert und ja, da gibt es momentan jetzt ein bisschen Zopf. Ich denke aber, dass ich das zu meinem Gunsten und auch zum Gunsten von dem Gartenfreund entscheiden kann, weil hier einige sich einfach nur kriminell verhalten haben. So, eine weitere Geschichte ist, der Herr Matthias Rösler hat hier ein Schreiben losgeschickt. Und zwar ist das von ihm am 29. Oktober erstmal ausgefertigt worden und verspätet bei uns eingegangen. Und wir haben natürlich gegen diese Beschlussempfehlung und auch gegen den Vorgehen. Und die Beschlussempfehlung stammt von einem Marco Schümann, Ausschussvorsitzender und Berichterstatter. Und aus dem Ding möchte ich gerne mal ein bisschen zitieren. So, also. Hier geht es um die Wahlen zum Sächsischen Landtag. Wieso kann der Sächsische Landtag seine eigene Wahlanfechtung entscheiden? Das geht nicht. Das ist nicht möglich, weil hier eine formale Befangenheit stattfindet. Wenn also jemand, sagen wir mal, beschuldigt wird, dass er die Wahlen manipuliert hat, weil er die Staatsangehörigkeit manipuliert hat. Und das wissen wir, dass es so ist. Und das hat uns das Verwaltungsgericht ja auch schon bestätigt, dass es kein Gesetz gibt, was die Gemeinde verpflichtet, die Melderegister korrekt zu halten. Wir haben jetzt wieder einen Fall, dass wir also Leute losgeschickt haben. Und wir haben den in bestimmten Abständen haben wir von denen die Datenauskünfte einholen lassen. Also das heißt, wir haben die losgeschickt. Die sollen ihren Personalausweis, die wollten ihren Personalausweis, wir haben ihnen dann gesagt, wie es geht, wie man aus dem System aussteigt. Und die haben den Personalausweis abgegeben, davor und danach jeweils die Meldebesteinigung gezogen. Und wir wissen ja, das Verwaltungsrecht gesteht den Beamten 14 Tage Bearbeitungsrecht zu. Und was haben die gemacht? Die haben den Personalausweis zurückgeholt, haben auch die Rückgabebestätigung unterschrieben und haben den Personalstatus nicht gelöscht innerhalb der Bearbeitungszeit. Die müssen das sofort löschen. Also wenn jemand eine Kündigung, eine fristlose Kündigung macht an irgendeiner Firma, ja, weil, was weiß ich, der Geschäftsführer den Mitarbeiter bestohlen hat oder das ist ja so, ja, weil die Firma BAD bestiehlt ja das Volk, weil sie sich als Verwalter des Kaiserreichs aufspielt, obwohl sie das gar nicht sind.
Na, sie sind nur Verwalter des Wirtschaftsgebietes, also des Firmenzusammenschlusses der BRD, aber nicht des Staates. Sie sind, haben keine staatliche Legitimation. Wenn sie irgendwas Staatliches machen, wie zum Beispiel eben hier, über eine gefegte Staatsangehörigkeit sich eine staatliche Legitimation anweisen wollen, dann machen sie sich einfach nur strafbar. So, dann geht das schon erstmal los. Dann haben die uns damals, wo wir zur Wahl antreten wollten, gesagt, wir müssten einen Landesverband gründen. Extra dafür einen Landesverband gründen, obwohl der Regionalverband schon bestand. Der Regionalverband hat also alles verwaltet, was Thüringen und Sachsen zusammen umfasst. Und das dürfen wir machen. Eine Parteiuntergliederung hat der Staat jetzt überhaupt nicht reinzureden. Also auch nicht der Verwaltungskonstrukt BRD. Die Partei kann sich gliedern. Und wenn die eben denken, dass sie einen Teil von Sachsen, einen Teil von Nordfriesland zusammen zu einem Verband machen wollen, wenn das denen gefällt, weil da ständig einer hoch und runter fährt, könnt ihr das machen. Und da dürfen die auch dort Kandidaten aufstellen. Die dürfen dann bloß, müssen dann bloß aufpassen, dass wenn sie Kandidaten haben, nur aus dem Wahlgebiet. Aber das ist ja egal. Und die Landeswahlleiterin hat aber darauf bestanden, dass ihr Wahlkreis genau die Grenzen, der Landesverband genau die Grenzen von Sachsen überdeckt. Und das sehen wir nicht ein, weil da gibt es keine Rechtsgrundlage. Und der Bundeswahlleiter hat es auch ausdrücklich nochmal gesagt, dass es keine Vorschrift gibt, dass die Parteien dazu gezwungen werden, ihre Gebietsverbände so aufzuteilen, wie das die Wahlkreisgrenzen vorsehen. Weil die Wahlkreisgrenzen sind ja auch illegal gezogen. Man hat also Kreisreformen gemacht und hat die Wahlkreisgrenzen des Staates willkürlich geändert. Weil der Staat wird repräsentiert durch das Kaiserreich. Und wer es immer noch nicht begriffen hat, wer denkt, dass Schwarz-Rot-Gold der Staat ist, da muss eben nochmal die anderen Teile, die wir schon gemacht haben, angucken. Ich erkläre es nicht nochmal. So, das heißt, der Staat ist das, was Königreich Sachsen ist, was auch im Ausweis nur mit Sachsen betitelt wird. Es darf nur nicht drinstehen, Freistaat Sachsen. Also Sachsen ist okay und Königreich Sachsen als Staatsangehörigkeit auch okay. Was ist denn das Problem, wenn die Verwaltung, wenn sie sich schon selber betitelt als Verwaltung des Staates, die korrekte Staatsangehörigkeit dort reinzuschreiben? Das Problem ist, weil sie Schulden produziert haben, ohne einen Staatsvertrag zu haben und diese Schulden dem Staat aufs Auge drücken wollen. Was natürlich nach HLKO nicht funktioniert, weil nur ein Verweser darf Staatsverträge machen und wenn der Verweser einen Staatsvertrag mit dem Freistaat Sachsen gemacht hätte, hat er aber nicht gemacht, weil es gibt keinen Beweis, Verweser aus einem Kaiserreich, dann sind diese Dinge einfach durch die Notstandsleiter entstanden. Und die Notstandsleiter müssten vom Verweser erst entlastet werden, bevor das Gesetzeskraft hat. Und das gegen diese Sache wird regelmäßig verstoßen. Niemand in Sachsen hat der Gründung des Freistaates Sachsen zustimmen können, weil es überhaupt keine Wahl gab. Die haben das einfach gemacht, die haben das diktatorischer durchgesetzt und bezeichnen sich hier als Vertreter der Staatsmacht. Das sind sie nicht. Sie sind einfach nur Putschisten der Weimarer Republik und nichts anderes. So, und diese Putschisten haben mich jetzt angeschrieben. So, also, wir sind aufgefordert worden, einen Landesverband zu gründen. Das ist unter Zeugen passiert. Und das hat die Sammlung Unterstützungsunterschriften erheblich verkürzt. Und das ist auch so gewesen. Und zumal ist auch, dass die Unterschrift und Unterstützungsunterschrift, also das Astformblatt, keine Unterstützung der Landeswahlleiterin drauf. So, na? Gut. Er hat es also angeführt, aber er hat es nicht widerlegt, also dass die gesetzliche Norm so ist. So, dann Wahlgesetz nichtig, ist auch tatsächlich so, weil wir haben keinen gesetzlichen Gesetzgeber. Ne? Alles, was die gemacht haben, ist notstandsrechtlich. Das heißt, die haben sich als Notstandsleiter aufgebaut, ohne die kaiserliche Gesetzgebung einzuhalten. Ein rechtmäßiger Notstandsleiter kann nur sein, wer die Gesetzgebung des Kaisers umsetzt. Ja. Wenn er das nicht macht und wenn sie eigene Sachen machen, müssen sie erst entlastet werden, bevor das Gesetzeskraft hat. Alles andere ist illegal, Wahlbetrug, was auch immer. So, die elektronischen Wählerverzeichnisse. So, ja. Da die Rechtsstellung und so weiter. Hier steht sogar noch da, bestätigen es noch, die Rechtsstellung als Deutscher sich nicht aus dem Besitz eines deutschen Reisepass und Personalausweises ergebe. So, und da hätte die deutsche Staatsangehörigkeit bestätigt werden müssen. Ja, genau. Und das, da haben sie zwar genannt, aber sie haben das überhaupt nicht gewertet. Ne? Die haben es einfach so laufen lassen. Ja. Na, dann tun sie im Prinzip darauf eingehen. Also haben wir im Prinzip jetzt hier wieder erstmal das Ding genannt und dann gehen sie hier drauf ein.
Der Wahleinspruch sei ungültig gewesen. So. So. Und mich haben sie in dem Büro der Landeswahlleiterin als Reichsbürger bezeichnet. Das habe ich als Verleumdung aufgefasst und habe eine sofortige Entschuldigung verlangt. Die sofortige Entschuldigung habe ich bis heute noch nicht auf dem Tisch. Und sie bestreiten jetzt, dass sie mich überhaupt als solches bezeichnet haben. Es gibt aber Zeugen dafür, dass sie es gemacht haben. Und jetzt würde ich einfach mal die Bearbeiterin dann des Wahlausschusses vorladen lassen, und zwar unter Strafzwang, ob sie die Aussage gemacht hat oder nicht. Und darauf stehen dann 2 Jahre Haft. Das können wir dann im Rahmen der Klage vom Landesverfassungsgericht da gerne noch machen. So, das heißt, der Berichterstatter hat den Landtag belogen, damit sie zu einer falschen Entscheidung kommen. Und haben mir dieses Schreiben auch erst die haben es am 29. ausgefertigt und ich habe es deutlich später erst erhalten. Und die wollen damit meine Beschwerdefrist vom Landesverfassungsgericht abschneiden. So, das ist erstmal schon grob strafbar, das geht überhaupt nicht. So. Das sächsische Wahlgesetz ist überhaupt nicht in Kraft getreten, weil es kein Inkrafttreten hat. Ja, also, gibt es einfach nicht. So. Und wenn das Staatsangehörigkeitsgesetz vom 13.08.2013, wenn ich es noch richtig weiß, nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden ist, dann ist es nicht gültig. Ganz einfach. Und wenn das zur Wahl verwendet worden ist, ist die Wahl ungültig. Und das begreift der Berichterstatter nicht. So, dann geht es weiter mit der mit der Einsichtnahme in die Melderegister. Muss ich ja vorstellen, die Melderegister werden elektronisch geführt. Und das geben die vor, dass es dort leichter zu warten wäre. Im Prinzip muss ein Wählerverzeichnis aber ausliegen und es muss komplett von jedem, der das will, kontrolliert werden können. So. Und das geht nicht, weil in der Bildschirmmaske kriegst du immer nur einen Teil dessen zu sehen. Zum Beispiel ist die Staatsangehörigkeit in der Bildschirmmaske nicht zu sehen. Und solange wie die nicht zu sehen ist, und wenn ich aber weiß, dass das nur Staatsangehörige zur Wahl teilnehmen kann, die da wirklich die Staatsangehörigkeit haben, und mit dem Bundesreisepass und mit dem Personalausweis kann man die Staatsangehörigkeit nicht nachweisen. Auch mit dem gelben Schein kann man sie nicht nachweisen, weil mit dem gelben Schein macht eine Abtrittserklärung der Staatsangehörigkeit. Die Staatsangehörigkeit ist das Bundesstaatenrecht. So. Also die Geburt in einem Bundesstaat. Und der Bundesstaat, der für Sachsen zuständig ist, das Königreich Sachsen. So. Und wenn das Königreich Sachsen mir eine Staatsangehörigkeitsurkunde ausstellt, dann habe ich diese Staatsangehörigkeit. Und solange wie ich diese noch nicht habe, habe ich unberechtigterweise eine deutsche Staatsangehörigkeit, die ich gar nicht haben kann und gar nicht haben will, weil ich will die Bundesstaatenangehörigkeit haben. Und das werde ich beim Verfassungsgericht in Sachsen auch durchklagen und durchkriegen, weil die steht uns zu. In der, die Haager Landkriegsordnung setzt das Landesrecht ein und nach dem Landesrecht bestehen die Bundesstaaten fort. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch nichts anderes entschieden. Die haben auch gesagt, dass das Deutsche Reich, und damit meinen die das Kaiserreich, fortbesteht. Weil die Weimarer Republik selber keinen Staat gegründet hat und Hitler auch keinen Staat gegründet. Die haben einfach nur eine Fortsetzung betrieben. Und die Bundesrepublik, Frau Merkel, macht auch nur eine Fortsetzung an der Zirkusnummer, weil die Weimarer Republik im Zirkus Busch gegründet wurde. So. Das ist keine Staatsgründung, sondern das ist eine Zirkusfarce. Was anderes ist es nicht, eine Täuschung. Und man kann es sogar in der Bibel nachlesen, dass der Antichrist auftreten wird und dadurch erfolgreich sein wird, dass er betrügt. Das kann man in der Bibel nachlesen. Und Frau Merkel macht nichts anderes, sie betrügt uns. Indem sie uns eine Staatsangehörigkeit erzählt, die es überhaupt nicht gibt und die sie auch selber nicht hat. Weil sie selber durfte gar nicht auftreten. Weil sie müsste zum Beispiel vom Königreich Preußen eine Staatsangehörigkeit haben. Und die kriegt sie nicht, weil sie kein Deutscher ist. Ganz einfach. So. Und wenn das die Leute nicht begreifen und das nicht endlich mal einfordern, geht das hier noch ewig. Und jeder, der mit der schwarz-rot-goldenen Flagge draußen rumzieht, manifestiert im Prinzip dieses Unrechtssystem. Anstatt zu begreifen, wie der Staat heißt. In den Preußen ist die Fahne so jetzt frisch-weiß, weiß-rot-weiß. Mit einem anderen Adler drauf, einem kaiserlichen Adler. So, der kaiserliche Adler und die Staatsflaggen, das sind die Staatssymbole. So, und solange wie im Landtag nicht die staatliche Flagge hält, ist das keine staatliche Institution. Die grün-weiß ohne irgendwelche Symbole ist keine Staatsflagge. So, und das Logo des Freistaates, hier, das ist ein rein gewerbliches Logo. Hier. Ne? Das ist rein gewerblich, das ist überhaupt nicht das Staatswappen. Das Staatswappen von Sachsen. Das sieht so aus. Ja, ich habe es schon x-mal reingehalten, die Kamera. Ja, kann man hier oben an dem kann man sehr gut erkennen. Ich halte es ein bisschen tiefer. Ja, so sieht die Staatsflagge aus. Und nichts anderes ist staatlich. Und wenn irgendein
Gerichtssaal oder in irgendeinem Schreiben etwas anderes oben drauf steht als dieses staatliche Symbol, dann weiß man, dass es nicht staatlich ist. Und dieses Wurstblatt, was ich schon gekriegt habe, was nicht unterschrieben ist, ist auch nicht staatlich. Und da wird von mir eine Strafanzeige eingeschenkt kriegen, weil er den Landtag getäuscht hat. So, und wenn ihr das in eurem eigenen Bundesstaat nicht macht und dagegen vorgeht und so lange wettert, bis ihr eure Staatsangehörigkeitsurkunde von eurem Bundesstaat in der Hand habt, wird sich in dem System nichts ändern. Die werden ewig so weitermachen, werden ewig auf eine ungültige Legitimation berufen, euch mit Polizei und irgendwas um die Ecke kommen und euch erzählen, dass sie Mitglied der EU wären, dass sie irgendein Mitglied der NATO wären. So hat nicht passiert. Der Kaiser kann der NATO nicht beigetreten sein, weil die NATO viel später gegründet worden ist. Und wenn der Verweser den Beitritt nicht erklärt, ist da nicht passiert. Und genauso ist es mit unserer Währung, genauso ist es mit unseren Außengrenzen. Es ist vom Verweser nicht legitimiert. Und solange es legitimiert ist, ist es einfach nur Willkür. Und das müssen die Leute begreifen. Und wer einen mit Schwarz-Rot-Gold durch die Kante zieht, also mit den Farben der Weimarer Republik, der stellt sich gegen den Staat auf. Das ist ganz einfach, gegen den Staat und gegen das Volk. Das Grundgesetz gilt von Bund. Wenn der Bund mit Schwarz-Rot-Gold durch die Kante, wenn die Frau Merkel Schwarz-Rot-Gold im Bundestag weht und kann sie ja machen. Aber die Fahne, die haut sie ja weg. Das hat man ja in einem Video gesehen. Die haut sie nicht weg. Sie würde gerne mit der israelischen Flagge durch den Bundestag ziehen. Aber da würde natürlich schon der Volksaufstand losgehen. Weil dann würde jeder begreifen, was ja wirklich in diesem Land los ist. Man muss sich nämlich überlegen, dass das, was sie gemacht hat, dass sie Israel atomwaffenfähige U-Boote verschenkt hat, und zwar, soweit ich weiß, 6 Stück, die im Prinzip dazu geeignet sind, einen Krieg zwischen dem Islamischen Staat, der ja durch Israel gegründet worden ist, Israel und CIA, haben ja im Prinzip da unten diese Ausbildung der IS-Terroristen gemacht. Die haben also dort Geheimoperationen gefahren, um gegen Syrien, die haben ja ständig auch einen Grenzstreit dort, dort den Staat zu beseitigen, weil Israel will gerne bis hoch wachsen, bis an die Nordgrenze von Syrien. So, das ist denn ihr Ziel. So, dafür haben die den IS geschaffen und der CIA und andere arabische Staaten haben dafür Geld gegeben. Das ist das, was hier passiert ist. So, in dieser Anschlag von Paris ist einfach nur der Aufhänger, um den Franzosen ihre Bürgerrechte zu stehlen. Was anderes steckt da nicht dahinter? Weil man sind jetzt Filme aufgetaucht, dass sie gewisse Szenen im Studio erzeugt haben, die sie in der öffentlichen Berichterstattung gebracht haben. Es ist also von langer Hand vorbereitet. Das ist also eine Geheimdienstoperation, ein kein terroristischer Anschlag, der irgendwie dazu geeignet wäre, die Bürgerrechte zu beschneiden. Im Prinzip müssten sie Hollande verhaften, wenn er mit der Sache verstrickt ist, weil die Bilderberger und auch der Bleibrit und Israel eng miteinander zusammenarbeiten. Er hat auf jeden Fall gewusst, was da los ist. Das ist sicher, weil ein Bilderberger weiß über die Entwicklung, die zustande kommt. Und wenn die UN das auch schon schreibt, dass sie zum Beispiel das deutsche Volk mit dem syrischen Volk austauschen will, also es hieß, uns die Staatsangehörigkeit entziehen, uns nach Syrien verfrachten, uns die Häuser wegnehmen, das Auto wegnehmen, Grundstücke wegnehmen, oder was ist, hier überall Asylanten reinstecken und uns in die arabische Welt verfrachten und uns dort in eine Ghetto stecken. Das ist das Ziel, was die UN momentan macht. Muss man sich mal überlegen. Man kann auf der UN-Seite das nachlesen, dass sie das vorhaben. Bevölkerungsaustausch. Die wollen uns unsere Bodenrechte stehlen, weil 2017 wäre die Frist, dass die Erbpachtrechte wieder um 100 Jahre verlängert werden. Und das darf nur ein Verweser machen. Das wissen die ganz genau. Das wissen die deutsche Regierung genau. Das wissen auch das Ausland genau. Und solange wie die Deutschen aber selber sich nicht dagegen wehren und nicht zu den Demos gehen und mit der richtigen Fahne zu den Demos gehen, wird sich daran nichts ändern. Irgendwann werden sie die aus den Häusern werfen. Und wenn ich meine eigene Familie angucke, die sind die blanken Schlafschafe. Die denken, die haben ihr Haus abbezahlt. Nee, das haben die nicht abbezahlt, weil die das gar nicht können. Weil der Grund und Boden nun mal den germanischen Stämmen gehört. Und denen ist es nur geliehen. Also wenn die was haben, dann ist es ihr Nutzungsrecht, was sie gekauft haben. Und wenn das Nutzungsrecht aber durch die BRD-Verwaltung ausgefertigt wird und dieses Verwaltungsrecht beim Umfall der EU einfach umfällt, dann hängt dieses Haus und der Grund und Boden in der Luft. Ganz einfach. Und wenn niemand die deutsche Staatsangehörigkeit des Kaisers hat, nee, Quatsch, gibt's ja gar nicht, die kaiserliche Staatsangehörigkeit, Bundesstaatsangehörigkeit, dann hat er überhaupt kein Grundrecht auf ein Nutzungsrecht von einem Grundstück. Das ist die Einwand. Das erzähle ich seit 10 Jahren erzähle ich das unserer Family. Sie begreifen es nicht. Sie sind also BRD und alles schwarz und gold. Und dann stehen sie eines Tages auf der Straße und werden nach Syrien oder Libyen oder wie auch immer abtransportiert. In Ocean the Camp. Da kriegen sie Wasser und Brot und dort werden sie so lange inhaftiert, das weiß ich nicht.
Das ist das, was die UN macht. Die UN ist die Vereinigung der Feindstaaten gegen das Deutsche Kaiserreich. Das ist die UN. Nichts anderes. Das ist keine Organisation, die sich um irgendwelche Menschenrechte verdient hat. Fast jeder Friedensnobelpreisträger ist einer der größten Kriegstreiber gewesen. Man kann sich die ganze Liste angucken. Ja? Wer da, also im Prinzip ist das schon eine Beleidigung, als Friedensnobelpreisträger nominiert zu werden. Ja? Das ist eine Beleidigung. Weil jeder vernünftige, ehrliche Mensch würde sich in dieser Liste nicht wohlfühlen. Und der Friedensnobelpreis ist eine Farce an sich. Ja? Nobel ist ja Sprengstoffhersteller, der also ja, die Zutaten zu allerlei Kriegswaffen produziert, machen die auch heute noch. Und so einen Preis kann man eigentlich nicht annehmen. Geht eigentlich nicht. So, wenn man die EU als größter Kriegstreiber der Nachkriegszeit sieht, weil sie ja ständig Kriege betreiben, also sind im Prinzip der Fluchtzeugträger der USA, weil die USA nur halt über den Teil schon weiten Weg hat. Da tun sie immer die NATO dafür einsetzen, dass in anderen Ländern Krieg geführt wird. Bestes Beispiel ist Afghanistan. Dort hatte die Bundeswehr die Aufgabe, die Drogenfelder der CIA zu beschützen. Und zwar vor den Anti-Drogeneinheiten, die aus Thailand versucht haben, die Felder regelmäßig niederzubrennen, weil dieses Dreckzeug nämlich dann irgendwann auf einem kurzen Weg in Thailand landet und dort die Leute kaputt macht und den Staat kaputt machen. Man weiß also, dass damals schon, wo die britische Empire entstanden ist, man versucht hat, mit Rauschgift zum Beispiel Indien zu okkupieren. Und die gleiche Masche wird heute immer noch gemacht. Und natürlich wehrt sich so ein Land wie Thailand dagegen, dass die ihr Drogendreckszeug da reinfahren. So, wenn die Bundeswehr die Drogen aber auf der Palette transportieren kann, weil sie eben Gesetz geschaffen haben, sich selber Gesetz geschaffen haben, dass zum Beispiel die Militärstützpunkte der Bundeswehr und auch der NATO eben nicht von den Anti-Drogeneinheiten durchsucht werden dürfen, dann können die das natürlich tonnenweise hier nach Deutschland fahren. Und dann wundern sie sich, weshalb wir so viele Drogenabhängige in den Städten haben. So, ein Verweser würde das nie legitimieren. Die Bundeswehr ist also, wenn sie an solchen Sachen wirklich beteiligt war, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, würde dafür haftbar gemacht. So, und das müssen sich die Kommandeure früher oder später anhören. Die werden wegen Drogen Delikten, wenn sie also an Transport von CIA-Drogen nach Deutschland, nach Ramstein oder wo auch immer beteiligt waren, wenn sie es nur verladen haben, werden sie zur Verantwortung gezogen. So. Und die Auslieferungsantrag von Thailand an das Deutsche Kaiserreich würde dann auch genehmigt werden müssen, wenn sie nicht nachweisen können, dass sie dagegen vorgegangen sind. Momentan ist es nicht der Fall. Im Prinzip müsste die ganze Bundesregierung dafür verhaftet werden, dass sie diese Anti-Drogeneinheiten da unten bekämpft haben. So. Da müsste jeder Einzelne wegen Drogenhandel, wenn sagen wir mal eine Tonne, sind ja so und so viele Gramm, da reicht also ein Gramm, reicht also aus, in Thailand im Bangkok Hilton hingerichtet zu werden. So, da kann man sich ausrechnen, wenn da fünf Tonnen Drogen nach Deutschland gekarrt werden, auf militärischen Luftwege, kann man sich das durch die Anzahl der Bundestagsangehörigen teilen und dann braucht Thailand bloß einen Auslieferungsantrag stellen und dann werden sie ausgeflogen. So einfach ist das. Das wäre eine Entscheidung eines Verwesers. So, es sei denn, der Bundestag beendet dieses Drecksystem, indem er einfach sagt, wir setzen das kaiserliche Recht ein und das, was bis jetzt gewesen ist, wird rückabgewickelt. Und die Länder, die durch diesen Drogenhandel zu leiden hatten, das geht ja auch Holland und Belgien, wo das Zeug hingeschafft wird, die werden dann entsprechend entschädigt. Aber aus den Privatkonten derjenigen, die es befürwortet haben. Nämlich die Lobbyisten und diejenigen, die im Bundestag für solche Einsätze gestimmt haben, allen voran Herrn Struck, ja, der gesagt hat, dort werden die deutschen Interessen verletzt. Nee, die deutschen Interessen sind hier Frieden zu halten in diesem Land und endlich einen Verweser zu wählen, der die Rechte des deutschen Volkes ordentlich unterstützt und der EU mal die Grenzen aufzeigt. Die können ja gerne den europäischen Handel organisieren. Ist ja alles okay, der Containerhandel und so weiter, die können die ganzen Grenzkontrollen, das kann die EU alles machen. Was machen sie? Sie zerstören den europäischen Handel mit ihren scheiß Vorschriften. Jetzt wollen sie uns noch erzählen, wie hoch die Adventskerzen sein dürfen. Man muss sich doch an den Kopf fassen. Leute, bewegt euch. Vermeidet mit Schwarz-Rot-Gold zu den Demos zu gehen. Ich sage es jedem, der mir mit irgendwelchen Demo-Zeug um die Ecke kommt. Ich sage, mit was warst du demonstrieren? Da kommt entweder Antwort Schwarz-Rot-Gold oder mit gar nichts. Ich habe gesagt, da kannst du diese Demo kannst du dann auch sein lassen. Wir müssen unsere Bundesstaaten hervorfordern. So, und dann muss es eine Rückabwicklung geben vom 28.10.1918. Und jede Entscheidung, die von da gefallen worden ist, bis heute, muss aus der Sicht der heutigen Notwendigkeiten
neu angeguckt werden. So, da gehört jedes Gerichtsurteil dazu, jede Kostennote dazu, jede UWIG und diese ganze Abzocke. Das natürlich hier in dem Gebiet keiner rasen darf und andere gefährden, ist eine ganz andere Geschichte. Ja? Aber das muss ein Gericht entscheiden, was vom Kaiser oder vom Verweser ernannt worden ist und keins vom Freistaat, was nur eine Wirtschaftsverwaltung ist, eine Firma. So. Und das müssen die Leute begreifen. So, und wenn das eben der Landtag und auch das Verfassungsgericht nicht an die Gesetze hält, weil sie preschen, weil sie über eigenen Befindlichkeiten abstimmen, wie kann denn ein sächsischer Landtag über die Wahl zum sächsischen Landtag entscheiden? Das darf der gar nicht. Das ist verboten. Der fünfte Landtag muss entscheiden. Der fünfte Landtag war aber auch schon nicht gültig, weil ich diese Wahl auch schon angefochten habe, weil ich nämlich damals als Kandidat der PPC aufgetreten war. Und da hat jemand die Wahl manipuliert. Und das Urteil, dass das ungültig war, diese Ausstellung, die ist auch hinterher noch gekommen, nämlich am 24.01. des Jahres. Da waren wir nämlich in Karlsruhe, hat das Landgericht gedacht und hat gesagt, diese Eingriffe in die Wahlen der Kandidatenaufstellung waren ungültig. Damit ist der fünfte Landtag auch nicht zuständig, weil nämlich die Wahl auch ungültig war. So, und dann können wir zurückgehen auf den vierten Landtag und dort werden wir feststellen, dass auch dort die Staatsangehörigkeit nicht bestanden hat, weil es von Anfang an nicht bestanden hat. So, also müssen wir zurückgehen bis zum 18.07.1990, 0 Uhr. Und dann müssen wir erstmal jeden DDR-Bürger, der in der Nacht vom 17. zum 18.07.1990 gemeldet war, erstmal die Bundesstaatenangehörigkeit seines Gebietes zuerkennen. So. Und da hat dann erstmal ein Staatsangehörigkeitsausweis ausgestellt werden müssen. Und zwar haben die dafür 14 Tage Zeit, das zu machen. Und wenn sie das nicht machen, müssen sie für alle Rechtsfolgen einstehen. So. Als nächstes ist das Gesetz aufzulösen, das am 18.07.1990 zur Privatisierung des Volkseigentums beschlossen worden. Das hätte die Volkskammer, hätte er das an diesem Tag überhaupt nicht unterschreiben dürfen, weil die nämlich schon 0 Uhr aufgelöst gewesen sind. So. Und damit hat man die Leute betrogen. Damit haben diese Rohwerders und diese Preuß dieses Land ausgeplündert. Und der Nutzen dieser ganzen Geschichte war Kohl und sein Kneipprit. Das ist das, was hier in der DDR-Geschichte zu sagen ist. Dass die Leute diese Verhältnisse in der DDR teilweise zurückhaben wollen, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass sie sich an gewisse bösartige Sachen, die in der DDR nämlich auch vorgekommen, schon nicht mehr erinnern. Ja? Es hat nämlich keine 4 Wochen gedauert. Da wollten sie solche Leute wie mich und andere Aktivisten hier aus Chemnitz auf der Augustusburg schaffen und dort misshandeln, foltern und umbringen. So waren nämlich die Pläne, die die Stasi gemacht hat. Das dürfen wir nämlich nicht vergessen. Wer das DDR-System wieder haben will, wird es mit allen Wenn und Aber wieder kriegen. Und das wollen wir nicht. Sondern wir wollen einen Rechtsstaat haben, der nach dem kaiserlichen Gesetz funktioniert. Und zwar genau dieses Recht, was bis zum 28.10.1918 bestanden hat. Und von diesem Tag an wird das Protokoll fortgeführt. Und wer das immer noch nicht begriffen hat, wie der Staat heißt und welche Außengrenzen er hat, dann müsste sich einfach nur mal überlegen, welchen rechtlichen Stand haben die polnischen Gebiete, die in den Grenzen von 1914 stehen. Und warum lassen die keine Asylanten oder Invasoren ins Land? Weil sie es wissen. Weil die wissen, dass es unausweichlich ist, dass es spätestens 2017 oder was zum Treffen kommen, dass die wieder Anspruch auf das kaiserliche Erbpachtrecht haben. Spätestens 2017 wird es denn einfallen, sie würden gerne das Kaiserreich wieder haben wollen. Und da können sie keinen einzigen Asylanten und Migranten und Invasor gebrauchen, weil sie nämlich von dessen Kosten dann nämlich aufkommen müssen. Und zwar mit richtiger Währung, nicht mit Euros. Das ist nämlich das, was hier dahinter steckt. Und ich finde das toll, was die Polen machen, dass die sagen, wir halten unsere Grenzen sauber. In Polen leben die Polen und die Polen haben ihre Selbstbestimmung gekriegt vom Kaiser und die sollen sie auch behalten. So, dass die Weimarer Republik ein Jahr später nach Polen einmarschiert ist, weil Hitler war ja nur der Vertreter der Weimarer Republik, ist verständlich, weil ein Jahr zuvor die Polen in die Ostgebiete reinmarschiert sind. Und die waren nun mal kaiserliches Gebiet. So. Und wenn ein Herrn Guido Knopp bei Phoenix etwas anderes erzählt, dann lügt er einfach das Volk an. Das war nicht so. Zuerst sind die Polen dort reinmarschiert, das wissen die auch. So. Die wissen, dass sie den Waffenstillstand des Ersten Weltkriegs gebrochen haben. Das ist denen voll bewusst. Und die wissen auch, was das für Folgen hat. Die Frage ist, wollen wir uns mit den Polen kloppen oder wollen wir uns auf eine vernünftige Regelung einigen? Zum Beispiel wäre nämlich ein polnischer Verweser in den Grenzen von 1914 berechtigt, Pässe des Kaisers auszustellen und dort eine Verwaltung auf den Weg zu bringen. Und das sage ich euch, Polen, macht's doch einfach mal. Schlacht doch dieser Invasionspolitik einfach mal die Füße weg, indem ihr in euren Gebieten, also in den polnischen Gebieten, die in den Grenzen von 1914 sind,
Wählt einen Verweser. Und zwar zieht er genau die Grenze von der ehemaligen DDR bis zu den 1914er Gebieten. Wählt einen Verweser und dieser ist ein Reichsverweser und hat doch für das gesamte Deutschland Verwaltung machen. Macht's mal! Dann fällt nämlich das Merkel-Regime auf die Füße, ganz einfach. So, das sage ich meinen polnischen Freunden, da habe ich einige. Und nein, es ist nicht so, die Polen haben, einige Polen haben einen schlechten Ruf, aber sie sind fleißige Arbeiter. Sie wissen, dass ihr Volk und ihr Staat nur dadurch bestanden hat, die ganze Zeit in der EU, weil sie fleißig gearbeitet haben, war relativ wenig Geld hier in Deutschland. Das ist nämlich auch eine Riesensauerei. Denen hat man nämlich keinen Mindestlohn gezahlt. Die sind ja jedes Mal rübergefahren, haben die ganze Woche ihre Familie alleine gelassen, weil sie in ihrem eigenen Gebiet keine ordentliche Verwaltung haben, sodass sie dort hätten auch ordentlich leben können. Das ist nämlich das. So, und da hat die Frau Merkel nämlich auch eine Aktie dran. Polen, besinnt euch auf eure Herkunft. Ihr kommt aus dem kaiserlichen Reich von 1914. Also macht eine Verwaltung. Macht's doch. Ihr dürft's doch. Ihr seid so weit raus aus der EU. Ihr könnt's einfach tun. Wenn ihr die Schnauze voll habt von dem, dass ihr euch ständig reinreden und euch ein Geld geben, was zu nichts taucht, macht's doch einfach mal. Stellt eine Wahlurne auf in euren Gebieten. Ihr kennt doch die alten Orte noch. Ihr kennt die alten Grenzen. Wählt einfach durch. Und dann macht er erstmal von einem Ort, dann vom nächsten Ort und so weiter, bis die Außengrenzen von 1914 geschlossen sind. Macht's einfach. Ihr helft uns damit, ihr helft euch damit, ihr kommt aus der Euro-Krise raus und ihr seid am Ende die lachenden Dritten. Es ist auch gut so, weil das Merkel-Regime, das kann man einfach nur noch ablehnen. Das ist die Message des Tages. So, entschuldigt bitte, dass ich es bis zum Donnerstag nicht geschafft habe, das Video zu machen, aber ich habe es heute nachgeholt und ich sehe zu, dass ich am Mittwoch vielleicht noch ein zweites machen kann. Mit den neuen Erkenntnissen, die wir haben jetzt durch den Fall, der jetzt aufgebrochen ist mit diesem, wo sie eben den Garten weggestohlen haben. Ja. Da werden wir dann nächste Woche dagegen vorgehen. Ich muss mich jetzt erstmal um die Verfassungsklage kümmern, das ist erstmal wichtiger. Ne? Okay, tschüss.